herzlich willkommen. Ich kann heute nach Auswertung der vorliegenden Zahlen und Daten eine Entwicklung bestätigen. Es ist noch zu früh für eine generelle Entwarnung, aber es besteht dennoch Anlass zu vorsichtigem Optimismus, da die Zahl an Neuinfektionen an EHEC und HUS fortwährend rückläufig ist. Für mich als Gesundheitsminister steht im Mittelpunkt, die Versorgung der Kranken zu gewährleisten und dann an die Öffentlichkeit zu gehen und zu informieren, wenn wir valide Informationen und nachhaltige Daten haben. Deswegen verfalle ich nicht in Aktionismus und die ein oder andere Kritik, die ich gehört habe, nehme ich als parteipolitische Diskussion wahr. Mir geht es darum, den Menschen Sicherheit zu geben und den Menschen Informationen zu geben, die valide und gesichert sind.